Ein Multifunktionsgerät, also eine Kombination aus Scanner und Drucker, ist eine feine Sache. Zum einen kann ich Dokumente einfach scannen und als Datei ablegen, ich kann das Gerät aber auch einfach als Kopierer verwenden. Die Scaneinheiten auf den herkömmlichen Druckern sind jetzt nicht so die besten, vor allem was Geschwindigkeit und Funktionsumfang angeht. Ich habe ja jetzt hier so ein Avision-Gerät stehen, also einen reinen Scanner. Jetzt wäre es doch wünschenswert, wenn ich die Scans, die ich dort erzeuge, auch direkt dem Drucker schicken kann. Klar, ich kann das über den Umweg machen, dass ich ein PDF scanne und dann in Windows einfach auf Drucken gehe. Das hat aber viele Schritte zur Folge und das wäre doch schön, wenn ich einfach auf dem Scanner sagen kann, schick mal das Dokument, das du jetzt reinziehst, an diesen Drucker hier. Und tatsächlich geht das. Und wenn ich es richtig konfiguriere, geht das sogar besser als mit dem Scanner meines Druckers. Wie das genau geht, das zeige ich nach dem Intro. Erstmal ganz allgemein, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Die Avision-Software, die den Scanner so ein bisschen verwaltet und mit dem der Scanner konfiguriert werden kann, die läuft ja auf dem Windows-PC. Und der Windows-PC, der kennt natürlich auch meinen Drucker. Und diese Software von Avision schlägt jetzt also die Brücke zwischen Scanner und Drucker. Sobald mein PC läuft, Scanner und Drucker eingeschaltet ist, können die beiden Geräte miteinander interagieren. Die Konfiguration dafür, die kann ich ganz einfach im Button Manager einstellen. Der Button Manager ist eine Software von Avision, die man auf deren Internetseite bekommt und runterladen kann. Wer einen Avision Scanner hat, der kennt wahrscheinlich ohnehin schon den Button Manager. Wer den nicht kennt, der schaut einfach in die Infokarte, dort habe ich mal in einem Video gezeigt, wie man den einrichtet. Wir schauen uns jetzt nur die Konfiguration an, die wir nutzen müssen, wenn wir quasi die gescannten Dokumente direkt an den Drucker schicken möchten. Tatsächlich gibt es bei dem Button Manager schon auf der Taste 5 genau diese Funktion. Die nennt sich hier einfach Drucker oder Printer und die ist schon so ein bisschen vorkonfiguriert. Ich finde aber, die ist schlecht vorkonfiguriert. Das erste, was wir jetzt im Profil umstellen müssen, ist, dass der auf den richtigen Drucker geht. Der kennt einfach alle Drucker, die auch Windows kennt und hier kann ich unter Einrichtung schon meinen Drucker aussuchen, auf den dann die Bilder oder die gescannten Dokumente ausgegeben werden sollen. Hier kann man auch gleich die Druckereinrichtung abschließen, zum Beispiel wenn man Duplex drucken möchte. Das hat sich bei mir auch als vorteilhaft erwiesen, denn der Button Manager kann ja hergehen und kann zum Beispiel weiße Seiten aus dem Dokument rausrechnen. Das heißt, ich habe hier nicht die Gefahr, dass auch leere Seiten hier mitgedruckt werden. Ich dachte erst, naja, das Dateiformat hier unten zum Beispiel spielt keine Rolle. Das ist nicht ganz richtig, denn es wird ja zwischengespeichert auf dem PC und nicht automatisch gelöscht. Zum anderen habe ich hier zwei WLAN-Geräte, also der Scanner überträgt über WLAN und der Drucker empfängt dann wieder über WLAN. Und umso größer die Datei ist, umso länger dauert halt auch die Übertragung. Also um jetzt Bandbreite und natürlich auch Speicherplatz auf der Platte zu sparen, kann man hier im Bildmodus zum Beispiel Automatik auswählen. Sobald ich dann Schwarz-Weiß-Dokumente oder Graustufendokumente scanne, wird das automatisch erkannt und wird eben nicht als Farbbild abgespeichert und damit ist auch schon mal die Dateigröße kleiner. Zusätzlich kann ich beim Dateiformat noch TIFF auswählen und eine Komprimierung aktivieren. Dann kommen wir zu den Scan-Parametern. Bei der Papiergröße wähle ich automatisch zuschneiden und ausrichten, bei der Auflösung wähle ich 300 dpi und ich wähle den Duplex-Modus. So bleibe ich einfach flexibel. Ich kann sowohl Duplex scannen, als auch Seiten, die halt nur von einer Seite bedruckt sind und am Ende werden die leeren Seiten dann vom Computer rausgerechnet, also von meinem Button Manager, der wirft die raus und druckt tatsächlich nur die bedruckten Seiten aus. Das muss ich natürlich noch bei der Bildverarbeitung aktivieren. Das nennt sich dann Entfernung leerer Seiten und bei der Bilddrehung und Spiegelung greife ich auch wieder auf den Automatikmodus zurück. Den Hintergrund lasse ich auch wieder automatisch einstellen, das hat bei mir bisher gute Dienste geleistet, ich wüsste nicht, warum ich das auf was anderes stellen sollte. Was heißt das für uns in der Praxis? Ich kann jetzt auch Dokumente falsch rum einlegen und der Scanner dreht die mir dann richtig rum, bevor er sie druckt. Und er schmeißt mir die weißen Seiten raus, die jetzt mir der Canon nicht rausgeworfen hätte, wenn ich einfach den Scanner meines Druckers verwendet hätte. Durch diese Optionen kann ich mir das Leben ganz schön leicht machen. Diese Option hätte ich jetzt nicht, würde ich jetzt einfach mein Multifunktionsgerät verwenden. Der einzige Nachteil ist, dass es ein bisschen dauert. Es ist halt nicht ganz so direkt, wie wenn ich einfach die Sachen in meinen Scanner einlege und auf Kopieren drücke.
Man muss halt einfach warten, bis einmal die Daten zum PC geschickt wurden, dort verarbeitet wurden und dann wieder zurück zum Drucker geschickt wurden. Ich habe das Ganze mal getestet, indem ich einfach tatsächlich einen Druckauftrag abgeschickt habe, also gescannt und gedruckt habe, und alle Seiten wurden zu meiner Zufriedenheit bearbeitet. Ich habe zum Beispiel eine Seite falsch rum eingelegt, die wurde in die richtige Richtung gedreht, und ich hatte auch eine leere Seite dabei, auch die wurde erkannt und rausgerechnet. Es gibt ja immer den Ordner, in dem zwischengespeichert wird, und wenn ihr da mal ein bisschen rumprobieren wollt, wie gut die Qualität mit Komprimierung, mit Bitmap oder mit verschiedenen Formaten ist und vor allem wie dann die Dateigröße aussieht, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal den Drucker abzuschalten, also physisch auszuschalten und trotzdem diese Funktion zu nutzen, weil der Scanner legt ja seine Dateien trotzdem ab und versucht sie dann zum Drucker zu schicken. Das funktioniert dann natürlich nicht, man spart also Papier, kann sich aber in dem Ordner einfach mal so ein bisschen die Dateien und die Dateigrößen anschauen. So kann man dann entscheiden, welche Qualitätsstufe man will, ob die Automatik gut funktioniert für den Anwendungszweck, den man hat, und kann da mit einer guten Einstellung oder im besten Fall einer optimalen Einstellung das Ganze verwenden. Wenn du jetzt Interesse an einem Avision Scanner bekommen hast, schau doch auch mal in die Videobeschreibung, dort findest du meinen Amazon Affiliate Link und kannst damit diesen Kanal unterstützen. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo und über einen Daumen nach oben bei diesem Video.